Okay, komm her. Der ist verdammt groß. Hey VR Gamer, ich bin DeLorean787 und ich bin zurück in Until You Fall. Ich versuche jetzt mit euch den ersten Boss mal zu erlegen. Ich habe ihn schon einmal geschafft mit diesem Speicherstand hier. Ich spiele jetzt das mit dem Speicherstand weiter, da habe ich ihn noch nicht. Denn wir können, wie ich das gesehen habe, nur einmal erledigen. Okay, wir gucken mal, wie viele Acer wir haben. Ich kann wahrscheinlich meine Axt upgraden, das schaut gut aus. Machen wir gleich mal stärker. Und dann legen wir direkt los hier. Mal gucken, ob ich es wieder schaffen werde. Liegt natürlich auch sehr, sehr viel an Dropglück hier. Was man hier alles so bekommt. Optimal ist natürlich immer mehr Leben. Optimal wäre es, wenn wir so 5 Leben hätten. Das schaut schon mal schlecht aus. Was nehmen wir denn hier? Okay, wir nehmen das hier direkt mit für die rechte Waffe. Und weiter. Servus. Ist aber zäh, ey. Ja Leute, ich werde jetzt auch nicht ganz so viel reden. Ein bisschen mehr aufs Spiel konzentrieren. Heals Damage. Max HP hier runter. Ich nehme ein Combo. Mit dem Upgrade hier bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das so richtig toll ist. Ja, wer sich noch an das erste Let's Play erinnern kann oder wer es gesehen hat, da dachte ich, das sind Bosse. Jetzt weiß ich, dass das ganz normale Gegner sind. Okay, weg mit dir. Wieder so klar, dass der kommt. Hey! Zwei sind unfair. Weg mit dir. So, jetzt hast Shit, der hat mir noch mal einen abgezogen. Heilung wäre nicht schlecht jetzt. Jawohl, da kommst du ja auch schon. Sehr schön. Okay, wir machen links zuerst. Ja Leute, das ist definitiv eins meiner Lieblingsspiele zurzeit. Das macht richtig Laune. So, was nehmen wir mit hier? Ich kämpfe eh fast nicht mit der linken Seite. Sollte ich mir vielleicht mal angewöhnen.
Oh, die hat 15 Heal Damage. Okay, das nehmen wir mit für die rechte Waffe. Beide Supers sind fertig. Das ist sehr nice, da kommt nämlich auch schon gleich der fette Gegner. Okay, gleich beide auf einmal hier. Okay, komm her, Kollege. Dodge. Fuck. Versemmelt. Oh nein, falsche Richtung. Fuck. Der ist nicht einfach, der Kollege. Das war ein bisschen lasch. Jawohl, der war gut. Schild. Wow. Jawohl, das war's. Und weiter. Wieder zwei Leben verloren. Jawohl, Heilung, sehr gut. Halt, nein, 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 nein. Mehr Leben. Wichtiger. Und eine geschenkte Heilung. Oh, wieder so einer. Komm her. Keine Fehler mehr machen. Probier's zumindest. Der war gut. Komm, komm. Super aktiviert. Nein, wieder in die falsche Richtung gedodged. Jetzt muss ich echt aufpassen hier. Eine Heilung wäre dann echt nicht verkehrt. Richtung, okay, passt. Puh, die sind echt anstrengend, die Kollegen. Jawohl, der hat reingehauen. Komm her! Sehr nice. So, was haben wir denn jetzt hier? Dash Impact. Nehmen wir mit. Und mal wieder neu ausrichten. So, wir sind schon beim Boss. Aber mit nur einem Leben. Das ist natürlich extrem schlecht. Ich glaube, so werde ich ihn nicht schaffen. Darf mir fast keine Fehler erlauben. Okay, komm her. Der ist verdammt groß. Das war aber knapp. Sehr nice. Komm mir nicht so nahe, Mann. Fuck. Okay, wir werden den nicht schaffen. Keine Chance mit nur einem Leben.
Okay. Phasenwechsel. Jetzt kommen ein paar Ads. Gehen wir hier ganz am Rand. Okay. Fangen wir mit denen an. Okay, komm wieder runter, Kollege. Mann, 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 Heilung wäre jetzt echt nicht verkehrt. Alles bei der Arm. Komm, komm, komm. Dodge. Ah, fuck. Okay. Fuck, versemmelt. Hab nicht gesehen, in welche Richtung ich schlagen soll. Verdammt schnell. Oh, jetzt macht er seine blöden Stacheln. Da müssen wir extrem aufpassen. Nein! Du Arsch! Ja, Leute, wie ihr seht, der ist echt knackig, der Boss. Mich wundert, dass ich ihn überhaupt einmal geschafft habe. Da habe ich aber einfach Glück gehabt mit dem Leben. Ja, Leute, ich hätte gesagt, ich bin völlig durch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann lasst bitte einen Daumen hoch da. Und vergesst bitte das Abo nicht. Vielleicht schaffe ich es beim nächsten Mal. Ciao!